Herzlich willkommen zu unserem letzten Vorlesungsstream in diesem Wintersemester, in diesem zweiten Corona-Semester in Folge. Und wie wir jetzt ja wissen, seit dem Wochenende wird uns der Lockdown in der jetzigen Form mindestens bis zum 8. Februar begleiten. Sie wissen schon länger, dass die Prüfung online stattfinden wird. Warum heute der letzte Stream? Wir haben nächste Woche noch einen Vorlesungstermin am 28. Allerdings wird der nicht als Twitch-Stream stattfinden, sondern ich schicke Ihnen da auch noch eine E-Mail raus. Da gibt es eine Zoom-Runde, also einen Zoom-Link, und der Termin ist optional. Wenn Sie noch Fragen haben vor der Prüfung, wenn Sie noch irgendwas klären wollen zur Vorlesung, dann können Sie diesen Termin gerne nutzen zur gewohnten Zeit um 9.45 Uhr. Zoom-Link folgt und ich werde Ihnen da ja, eine Stunde lang oder so lang eben Bedarf ist, Rede und Antwort stehen, und Sie können mir gern Löcher in den Bauch fragen. Es gibt ja bekanntlich keine dummen Fragen, wohl aber dumme Antworten oder keine Antworten. In der Epistemologie unterscheiden wir ja auch zwischen zwei Klassen von Fragen, wenn Sie so wollen. Fragen, die grundsätzlich beantwortet werden können, und grundsätzlich unbeantwortbare Fragen. Eine grundsätzlich unbeantwortbare Frage wäre zum Beispiel: Was war der beste Science-Fiction-Roman, der 2020 erschienen ist? Da spielen viele Bereiche rein, Geschmack, persönliche Präferenzen, da gibt es keine richtige Antwort. Ein klassisches Beispiel für eine Frage, auf die es eine richtige Antwort gibt, wäre: Wie hoch ist das Molekulargewicht von Wasser, oder wie ist die chemische Strukturformel von Wasser? Da bieten sich natürlich immer die Naturwissenschaften an. Ein nicht unbeträchtlicher Teil unserer gesellschaftlichen Auseinandersetzungen gründet auf dem Missverständnis oder auf der Verwechslung dieser beiden Kategorien, auf der Verwechslung von beantwortbaren und unbeantwortbaren Fragen. Und das ist auch die Überleitung zum Thema der nächsten Woche, zum Prüfungstermin. Wie bereits letztes Mal angekündigt, wird als Moodle-Prüfung stattfinden. Sie bekommen von mir 5 offene Fragen, von Anni Walther 5 offene Fragen, also insgesamt 10 offene Fragen. Wäre auch eine Frage, auf die es eine richtige Antwort gibt, wie viel ist 5 und 5. Und 60 Minuten Zeit, das heißt 6 Minuten pro Frage. Sie können, Sie werden nicht unter Zeitdruck stehen. Wir stellen die Fragen so, dass sie sich relativ kurz und knapp in einem Absatz beantworten lassen. Unicorn Fluff fragt, ich wollte noch fragen, ob man zwischen den Fragen hin und her switchen kann. Ja, kann man, und ich würde Ihnen aber auch empfehlen, um sich, wenn Sie noch keine Online-Prüfung geschrieben haben, sich mit dem Prüfungssystem vertraut machen und auch die Probeprüfung mitmachen, die am Tag vorher stattfindet. Da gibt es 2 Testfragen und da sehen Sie dann auch, wie das ganze System funktioniert. Das ist ein bisschen so wie bei Auftritten, wenn man irgendwo eine Rede halten muss oder etwas vortragen, ist auch immer ein guter Tipp, sich vorher schon mal mit der leeren Bühne und mit dem Raum und mit den Gegebenheiten vertraut machen. Ist bei einer Online-Prüfung eigentlich ja auch nichts anderes. Ja, heute am Programm eine kurze Gesamtwiederholung unseres Semesters. Wir hatten exklusive heute 12 Termine, in denen ich versucht habe, Ihnen einen Überblick über einerseits die Grundlagen, die, wenn Sie so wollen, strukturellen Grundlagen oder die typischen Merkmale von Social Media Plattformen, die rechtlichen Bedingungen, in dem Fall ist natürlich besonders die DSGVO zu nennen, und die Distribution von Inhalten über Social Media Plattformen etwas beizubringen. Diese Distribution ist natürlich insofern besonders, oder sagen wir mal so, der zentrale Teil von Social Media. Der Grund, warum es diese Vorlesung gibt, oder der Grund, warum wir uns in der Kommunikationswissenschaft überhaupt mit Social Media als eigener Disziplin oder als eigener, wenn Sie so wollen, Medienkategorie befassen, der liegt ja eben in diesem Paradigmenwechsel durch die digitalen Medien, die Auswertung der Metadaten. Social Media Plattformen sind, und da gibt es natürlich Ausnahmen und Mischformen, aber ganz abstrakt betrachtet, auch darüber haben wir gesprochen, erstmal leere Infrastruktur, wenn Sie so wollen, eine technische Scripts, Algorithmen,
die Inhalte kommen von den Nutzern und was diese Social Media Plattformen tun, ist eben aufgrund oder anhand der Metadaten, anhand der Nutzungsdaten entscheiden, welche Nutzer welche Inhalte zu Gesicht bekommen. Das ist natürlich ein hochgradig spannendes Feld für uns Kommunikationswissenschaftler, weil auch innerhalb dieses Setups oder innerhalb des Modells oder der Vorstellung oder auch der Praxis von Medien als der vierten Gewalt innerhalb der Demokratie ist natürlich immer die Frage, solange ein Medium eine kleine Randerscheinung bleibt, werden die Auswirkungen auf die gesellschaftliche politische Meinungsbildung keine besonders großen sein. Wenn ein Medium sehr populär wird, und das ist natürlich genau die Entwicklung, die wir in den letzten Jahren hier gesehen haben, denken Sie beispielsweise an die Verhältniszahlen von Fernsehnutzung und YouTube oder Online-Videonutzung allgemein bei jüngeren Zielgruppen, dann beginnen sich natürlich auch, die Wissenschaft oder beginnt sich auch die Politik für das Potenzial oder eben auch die Gefahren dieser Medien zu interessieren. Und wir haben auch in der letzten Woche über die Kapitolstürmung gesprochen in den USA. Auch da haben soziale Medien eine gewisse Rolle gespielt. Eine wie hohe, da wird noch immer sehr intensiv untersucht. Und da stellen sich dann natürlich auch sehr schnell regulative Fragen. Also Sie wissen ja, klassische Massenmedien genießen gewisse Sonderrechte, müssen aber auch gewisse Pflichten erfüllen. Diese Social-Media-Plattformen als an sich leere Infrastruktur, wie geht man damit um? Das sind gesellschaftlich sehr neue Herausforderungen. Die DSGVO war eine der Reaktionen darauf. Ein weiterer Bereich, mit dem wir uns befasst haben, war die Gestaltung der Inhalte selbst. Und hier ist natürlich in erster Linie die Disziplin Storytelling zu nennen. Ich beschäftige mich jetzt mittlerweile, ich habe 1995 in Wien begonnen zu studieren. In 94 maturiert, danach war ich ein Jahr an der Technischen Universität in Graz, habe dort Physik studiert, habe dann gewechselt. Also ja, ich befasse mich seit 25 Jahren professionell mit Medien, war auch während meiner Schulzeit schon als freiberuflicher Journalist tätig. Und das werden Sie auch kennen, oder die von Ihnen, die vielleicht mal einen Blog betrieben haben oder einen Instagram-Account, ernsthaft oder zumindest halb ernsthaft. Das ist alles technisch relativ einfach und relativ schnell zu erlernen. Gerade die Social-Media-Plattformen, aber auch Publishing-Systeme wie WordPress oder andere Services sind sehr stark auf einfache Benutzbarkeit ausgelegt. Sie müssen natürlich kein Techniker und schon gar kein Programmierexperte sein, um Instagram bedienen zu können. Wäre das so, dann hätten diese Plattformen natürlich auch niemals diesen Mass-Appeal erreicht. Das heißt, man braucht keine Experten und Spezialisten, die genau wissen, wie man ein Instagram-Posting schreibt oder wie man ein Foto beschneidet. Das gehört dazu, aber wie gesagt, das kann, sage ich mal, kann man in einem Tageskurs auch lernen oder sogar in einem Halbtageskurs. Die spannendere Frage ist, wie bereite ich Inhalte in Medien adäquat auf? Das ist natürlich auch etwas, das Sie aus anderen Medienformen oder anderen Mediengattungen sehr gut kennen. Ein klassisches Beispiel, auch in unserer Disziplin ist und in der Praxis beim ORF, in den Landesstudios, wenn da ein Redakteur einen Beitrag macht, beispielsweise für ORF heute heißt, glaube ich, die Landessendung, dann gibt es da vielleicht einen Fernsehbeitrag und dann auch in der Regel immer ein Radiointerview, einen Online-Beitrag. Und es ist natürlich nicht ein Text, der überall gleich verlesen wird, sondern Sie wissen, gelesene Sprache beispielsweise auf ORF Online wird man anders formulieren als Text für einen Radiobeitrag. Und genauso ist es eben auch so, dass Social Media Plattformen, jeder für sich, aufgrund der Länge der Status-Updates, aufgrund dieser bestimmten Vorgaben, eine spezielle Aufbereitung der Inhalte erfordert. Und im Kern da drin steckt natürlich, wie kann ich die Geschichten erzählen, die ich zu meinen Zielgruppen bringen möchte. Und das war auch das Thema der letzten Woche, die Zielgruppen. Wie schaffe ich dieses Matching auf der einen Seite, wenn man Services, Dienstleistungen oder auch irgendwelche Kampagnen, ich meine jetzt im Sinne von NGOs, promoten, bewerben oder unter die Leute bringen möchte, dann ist natürlich eine ganz zentrale Überlegung, wer ist meine Zielgruppe? Wodurch zeichnen sich die Mitglieder meiner Zielgruppe aus? Wie kann ich diese Zielgruppe über welche Social-Media-Plattform erreichen und
mit welchen Themen kann ich die ansprechen? Da haben wir im Social Media Bereich ja diese zweigeteilte Distribution, wenn Sie so wollen. Zum einen die sogenannte organische Verbreitung. Also wie verbreiten sich Inhalte auf Social Media Plattformen durch Teilen, durch Kommentieren, durch Liken. Und zum anderen die bezahlte Werbung, die natürlich hier auch eine beträchtliche Rolle spielt. Und auch da gehorchen Social Media Plattformen, ja, kann man sagen, ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten. Und ich habe noch eine Frage. Sind die Gastvorträge auch prüfungsrelevant? Also der Gastvortrag von Thomas Geiswinkler, wo es um Business Storytelling geht, der ist auf jeden Fall sollten Sie sich auch ansehen vor der Prüfung. Ich werde auch zum Vortrag keine Detailfragen stellen. Aber es wird sicherlich eine Frage geben, die in der einen oder anderen Form mit Storytelling zu tun hat. Und da findet man im Gastvortrag sicherlich auch einige gute Argumentationshilfen. Ja. That being said, wenn Sie Fragen haben, immer gerne in den Chat damit und hier noch mal kurz für Sie zur Übersicht. Wir haben begonnen, so hier ist die Maus, wir haben das Semester begonnen mit der Frage, was Social Media Plattformen eigentlich sind. Und Sie wissen ja, wenn man sich mit dem Thema befasst oder mit dem Thema Definitionen befasst, dann geht es immer darum, bestimmte Eigenschaften zu finden. Und ich persönlich mag diesen Ansatz der Building Blocks hier sehr gern. Was sind die Building Blocks von Social Media? Alle Grafiken und Artikel, die ich Ihnen hier jetzt vorzeige, sind auch im Moodle verlinkt zu den einzelnen Einheiten. Und wir haben hier eben diese klassischen 7 Building Blocks, die eine Rolle bei Social Media Plattformen spielen. Nicht bei allen Social Media Plattformen sind alle 7 Charakteristika in derselben Deutlichkeit ausgeprägt, zum einen. Und zum anderen, wie gesagt, die unterschiedlichen Social Media Plattformen erfüllen ja auch unterschiedliche Zwecke. Es gibt hier in diesem Artikel dann eher eine recht nette Einordnung, wo eben sozusagen, was darum geht, welches Merkmal steht da ganz im Zentrum der jeweiligen Plattform. Aber es ist eben ganz typisch, dass Social Media Plattformen sehr viel mit Identitätsbildung, mit Selbstdarstellung zu tun haben. Das kann man natürlich immer positiv oder negativ sehen, dass Konversationen im Zentrum stehen. Weil ja eben dann auch diese Unterhaltungen oder Social Actions der Nutzer direkt verwertet oder verwendet werden, um die angesprochenen Relevanz- oder Filterkriterien zu bilden. Organisatorische Frage: Wo kann man sich für die Prüfung anmelden? Wie heißt es? Im USPACE-Prüfungsanmeldungssystem. Ich glaube, die Prüfung müsste schon online sein. Prisarova fragt, der Unterschied zwischen Targeting und Retargeting, das erkläre ich gleich nochmal, wenn wir zur Werbung kommen. Ganz wichtiges Thema. Clubhouse, ja, ich habe ja auch vor der Einheit heute dran denken müssen. Clubhouse, ein ganz neues, wenn wir es uns mit den Building Blocks anschauen, ein ganz neues Social Network, derzeit nur auf Einladung zugänglich. Sie wissen, eine sehr beliebte Methode, da sind wir auch wieder bei der strategischen Dramaturgie und beim Storytelling, künstliche Verknappung. Steigert natürlich die Nachfrage, speziell wenn alle Medien darüber berichten. Für die es vielleicht nicht noch mitbekommen haben, Clubhouse ist eine neue Social Media Plattform, die derzeit nur als iOS, ist auch glaube ich in absehbarer Zeit, ist keine Android-Variante geplant, App verfügbar ist. Und im Gegensatz zu anderen Social Media Plattformen steht hier Audio im Vordergrund. Das bedeutet, im Wesentlichen funktioniert Clubhouse wie ein, ja, wenn Sie so wollen, Radiosender, Sie können das aufdrehen, bestimmten Personen folgen und hören, können dort auch Podcasts hören und die plaudern hören, aber, und das ist eben der entscheidende Punkt, Sie können sich auch in Chatrooms jederzeit in Gespräche mit einschalten und dort eben auch mitsprechen. Momentan ziemlich großer Hype. Ich persönlich, ich habe es mir angeschaut am Handy eines Kollegen im Screencast. Ich bin ja Windows- und Android-Nutzer, also wäre mir sicher wegen Clubhouse. Ich glaube nicht, dass es ein PR-Gag von Apple ist. Es ist tatsächlich so, dass in letzter Zeit eigentlich viele neue Apps ich sag mal, neuen Marketingansätzen relativ exklusiv nur für iOS verfügbar waren. Das hat mit dem deutlichen Gap zu tun. Die meisten Influencer, die meisten oder viele einkommensstarke Nutzer verwenden iOS und die Programmierung
ist natürlich ein großer Doppelaufwand. Die Nutzer, Android-Nutzer sind viel, viel mehr, aber soweit ich das mitbekommen habe, hat es nichts mit Apple direkt zu tun. Was ich persönlich davon halte, ich bin absolut kein Fan von Audiokommunikation. Es gibt einige wenige ausgewählte Podcasts, die ich mir anhöre, und da muss ich mich auch schon teilweise fast dazu zwingen. Ich mag es deshalb nicht, weil Audio eben die Geschwindigkeit vorgibt, und ich bin ein sehr schneller Leser. Audiobooks halte ich überhaupt nicht aus. Ein klassischer Anwendungsfall wäre natürlich auf Autofahrten. Zum einen, seit Corona gibt es nicht so viele längere Autofahrten, und wenn ich im Auto sitze, dann läuft in der Regel FM4 oder MP3, das mag ich auch Musik hören beim Autofahren. Gibt für mich wenig Nutzungsszenario, und der entscheidende Punkt bei Clubhouse ist für mich dabei, wenn ich mich, wenn ich ein Social Netzwerk, also Network, soziales Network, Englisch, wenn ich so etwas benutze, dann liegt für mich der Reiz natürlich schon sehr stark drin, mich da auch aktiv zu involvieren. Und um an Diskussionen teilzunehmen, muss man auch eine Menge mitlesen oder in dem Fall eben zuhören. Und das stelle ich mir bei einem Audionetzwerk sehr aufwendig vor. Nicht mein Ding. Was ich davon halte, dass ein Video von Herbert Kickl auf YouTube gesperrt wurde. Ich glaube, es wurden, glaube ich, in der Vergangenheit ja immer wieder mal FPÖ-Videos gesperrt. Dazu kann ich nichts sagen. Ich kenne das konkrete Video nicht. Ich war nur recht überrascht gestern in der ZIP, glaube ich, als Herr Kickl die von der SPÖ vorgeschlagene und jetzt beschlossene Teststrategie mit den 10 gratis Heimtests pro Monat kritisiert hat und irgendwie gemeint hat, das wäre gefährlicher als ohne Test. Eigenartige Argumentation, eigenartiger kleiner Mann. Das war ein Video einer Rede im Parlament, da halte ich nichts davon, gar nichts. Aber wie gesagt, es ist letztendlich, was war denn der konkrete Anlass dafür, dass das Video gesperrt wurde? Ich meine, im Fall von YouTube muss man auch sagen, YouTube-Videosperrungen funktionieren in der Regel, oder sagen wir mal so, es gibt eine recht, ich würde das nicht als Redaktion bezeichnen, aber es gibt viele YouTube-Mitarbeiter, die Videos durchschauen, auch auf bestimmte verbotene Symbole und so weiter. Andererseits eine Rede im Parlament, es gibt ja auch auf Parlament GVAD die Transkripte aller Reden. Das wäre Ihnen natürlich interessant, weil es gegen eine Corona-Maßnahme ging. Ja, ich persönlich finde das problematisch, solche Videos zu entfernen. YouTube schlägt, oder überhaupt Social Media Plattformen schlagen da ganz gern mal über die Stränge. Sollte eine Demokratie eigentlich aushalten können? Ich persönlich finde es eigentlich gefährlicher, wenn Gegenmeinungen nicht toleriert werden. Aber wie gesagt, das ist bis zu einem gewissen Grad vielleicht auch eine Geschmacksfrage. Also wie gesagt, diese Building Blocks, das können Sie sich auch überlegen, welche dieser Aspekte spielen bei Social Media Plattformen, die Sie nutzen, eine große Rolle. Eins ist natürlich, wir unterhalten uns, oder wir haben uns im Laufe des Semesters immer über die klassischen großen Social Media Plattformen unterhalten. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat und so weiter, die großen, die einem hier einfallen. Social Media ist natürlich auch ein Ansatz, der bei vielen anderen, ich sage mal, Online-Angeboten nicht die zentrale, aber auch eine wichtige Rolle spielt. Es gibt Communities für Jungautoren, wo Bücher hochgeladen werden können und gegenseitig besprochen. Diese Seiten haben in der Regel auch Social Media-artige Funktionalitäten. Es gibt viele Communities, die Social Media-Ansätze verwenden. Also viele dieser 7 Building Blocks stecken natürlich auch bei anderen Seiten mit drin. Ja, sehr gute Frage. Wieso werden Fotos, wo man Frauennippel sieht, gelöscht? Auf zum Beispiel Instagram, aber Beiträge von IS-Anhängern teilweise nicht, wo man Videos sieht, wie Leute umgebracht werden. IS war teilweise recht erfolgreich darin, Facebook als PR-Plattform mit brutalen Videos zu missbrauchen. Facebook hat dann, und Instagram gehört ja zu Facebook, hat dann auch die Filterung vergrößert. Es gibt sehr viel mehr Personen, die diese Videos durchschauen. Wird natürlich immer noch viel gepostet. Das meiste wird relativ rasch entfernt. Die Sache mit den Nippeln hat einen sehr, sehr spezifischen Grund. Das ist aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen, oder ich glaube aus den meisten Europäern nicht nachvollziehbaren Gründen, sind Nippel wahnsinnig gefährlich in den USA, und die haben da sehr strenge Mediengesetze, No Nipples, also auch nicht in Werbungen, wo Frauen stillen oder so weiter. Das
Dafür gibt es auch Strafen für traditionelle Massenmedien und so weiter. Und Nippel sind eben nicht erlaubt. Auf der anderen Seite haben die USA kein Wiederbetätigungsverbotsgesetz, also kein NS-Verbotsgesetz. Das heißt, Hakenkreuze wären tendenziell nicht verboten auf Social Media Plattformen, aber Nippel sind offenbar wahnsinnig gefährlich. Da kann man natürlich da hängt eine ganz lange Diskussion dran von Body Shaming, Unterdrückung des weiblichen Körpers und so weiter. Ja, es ist lächerlich. Ich persönlich denke nicht, dass Nippel per se irgendein Problem darstellen. Natürlich ist der Kontext immer eine große Frage. Es macht schon durchaus Sinn, die sexualisierte Darstellungen auf Netzwerken zu vermeiden, aber ein Nippel per se mit sexualisierter Darstellung zu verbinden, ist natürlich irgendwo absurd. Auf der anderen Seite muss einem auch klar sein, dass diese Netzwerke relativ oder bis zu einem gewissen Grad auch zwischen den Stühlen sitzen. Ich habe mich unterhalten vor einiger Zeit mit Natalia Wichowski, ist eine sehr bekannte LinkedIn-Branding-Expertin, liebe Freundin, und die hat eben erzählt, wenn sie lebt in Dubai, und Dubai ist ja ein muslimisches Land, aber relativ oder eigentlich sehr liberal für ein muslimisches Land, aber die Werbung im öffentlichen Raum sieht natürlich anders aus. Also mit anderen Worten, da haben sie keine Palmas-Plakate hängen, keine Frauen in Unterwäsche und so weiter. Und natürlich auch das Bild auf der Straße, Kleidung einigermaßen anders. Und sie hat mir eben erzählt, für sie ist das dann immer relativ ungewohnt, wenn sie längere Zeit in Dubai war und dann nach Wien kommt oder in irgendwelche anderen europäischen Großstädte, wie vergleichsweise freizügig hier alles aussieht. Wir dürfen auch nicht vergessen, der Grad oder der Level an Freizügigkeit oder an bildlicher Darstellung, der ist immer sehr stark kulturell geprägt, und da gibt es drastische Unterschiede zwischen einzelnen Ländern. Diese sozialen Netzwerke kommen zum überwiegenden Teil oder eigentlich alle, die ich vorhin erwähnt habe, aus den USA. Auch die USA haben bestimmte Dinge, die eben erlaubt sind oder nicht erlaubt sind, Stichwort Nippel. Und da geht es dann auch darum, das landesspezifisch zu tolerieren. Ich sage mal, amerikanische Unternehmen haben jetzt, mag sich auch ändern langsam, aber hatten zumindest in der Vergangenheit nicht den Ruf, einen wahnsinnig großen Riecher für interkulturelle Unterschiede zu besitzen, und neigen dazu, oder beziehungsweise neigt man natürlich mal dazu, zuerst das eigene Wertesystem auf alle anderen zu übertragen. Es gibt nebenbei bemerkt ja auch drastische Unterschiede zwischen dem europäischen Urheberrecht und dem amerikanischen Copyright. Das eine ist nicht das übersetzte Wort für das andere, das sind tatsächlich zwei sehr unterschiedliche Konzepte, die letztendlich auf ganz unterschiedliche Bilder oder ganz unterschiedliche Vorstellungen davon gründen, was es denn bedeutet, wenn jemand ein geistiges Werk schafft. Brisarova fragt, wie sehr kann Spotify da eigentlich gesehen werden? Spotify, ich würde sagen, das war ja auch so eine Sache. Ich hab die Entwicklung recht genau verfolgt. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, ich war lang Musikjournalist. Und wie lange ist das her? So vor 10? Vor 15 Jahren da gab es auch in Wien ein paar Startups, haben die ersten Unternehmen begonnen oder versucht, eben so Streamingdienste zu etablieren. War am Anfang gerade mobil natürlich schwieriger aufgrund der Datenmenge und so weiter zum einen. Zum anderen ist das Thema nicht gerade trivial, weil sie die Rechte sich entsprechend erstmal sichern müssen. Und mittlerweile hat sich dieser Markt auch, wie sehr häufig im Online-Bereich der Fall, sehr monopolisiert oder zugespitzt. Ich denke, was Musikdistribution betrifft, sind eigentlich mittlerweile, wenn wir jetzt mal die spezialisierten Genre- oder DJ-Plattformen weglassen, auf breiter Basis eigentlich im Wesentlichen iTunes, Amazon und Spotify relevant. Ich weiß, es gibt noch ein paar andere. Ich denke, Spotify hat sehr starke Social-Media-Elemente, nämlich insofern, grundsätzlich ist es mal ein Musik-Streaming-Service, und wenn Sie Server betreiben, dort eine große Menge an Musik bereitstellen, die man abrufen kann, dann ist das jetzt ja noch kein Social Media Service. Das ist eben ein Musikstreaming-Dienst. Was Spotify Social macht, ist, dass Spotify sehr gut darin ist, die Präferenzen der Nutzer zu verwenden, beziehungsweise aus Präferenzen, aus Big Data Analysen passende Songs anzubieten. Ich habe mich immer als alter MP3-Sammler eigentlich immer verwehrt und verwende Spotify seit ungefähr einem Jahr und finde das eigentlich speziell
wenn man die Discovery-Möglichkeiten, also so jeder von uns hat so seine Lieblingssongs, die hört man und Vorschläge, die man basierend darauf bekommt, das ist natürlich eine klassische Social-Media-Präferenzauswertung. Andererseits, ein Teil fehlt natürlich bei Spotify komplett, der bei vielen Social-Media-Plattformen eine beträchtliche Rolle spielt, nämlich, wenn Sie so wollen, der Newsfeed oder das Posten und Kommentieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Social Actions mit dem Liken. Und was Spotify natürlich auch macht, das ist gut, dass Sie das an der Stelle sagen, es gibt ja auch die Anbindung an Social Media Netzwerke, was ja viele Services tun, wo ich das mit meiner Freundesliste synchronisieren kann, weil natürlich auch ja wir selbstverständlich, wie sagt man, homosoziales Herdentiere sind. Also ich denke, dass Spotify starke Social Media Charakteristika hat und dass dadurch auch die Attraktivität oder der Nutzwert der Plattform beträchtlich höher ist, als wenn es jetzt nur ein reines Musikstreaming-Service wäre. Aha, danke, Entschäume. Nochmal zur Kickl-Videosperrung. Es wurde begründet, dass es von der Meinung der WHO massiv abweicht. Daher hat YouTube das Video von Kickl gelöscht. Das ist wieder mal so ein Punkt, da haben wir jetzt wirklich Live-Beispiele en masse, wo Plattformen eben abwiegen müssen. Verschwörungstheorien bzw. absurde Infos. Die Frage ist, wo zieht man da die Grenze? Könnte natürlich genauso gut argumentieren, etwas, das von einem mehr oder weniger gewählten Politiker im österreichischen Parlament öffentlich, Parlamentssitzungen sind ja auch öffentlich, gesagt wird, sollte auch auf YouTube abrufbar sein. Ich denke, man kann beide Seiten dazu betrachten. Man kann pro oder contra argumentieren. Das wäre übrigens eine interessante Prüfungsfrage. Sind Sie der Meinung, dass YouTube das YouTube Kickls Corona-Video sperren sollte? Wie gesagt, eine Frage der Kategorie, würde ich mal meinen, wo es kein richtig oder falsch gibt. Mortite Salutat, hallo, herzlich willkommen. Wie ist das in Österreich gesetzlich mit Nacktheit auf öffentlicher Bildfläche? Ich kann mich zum Beispiel an ein Live-Ballplakat mit nackten Personen erinnern. Ja, genau, in Österreich die Werberichtlinien, da gibt es diesen ab 16, ab 18 Unterschied. Nacktheit im öffentlichen Raum, bei uns ist die Grenze Pornografie und letztendlich wird im Zweifelsfall, es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben in Österreich, welche Körperteile gezeigt werden können. Pornografie im öffentlichen Raum, sexualisierte Darstellungen sind nicht erlaubt, aber letztendlich wird es im Einzelfall ein Richter zu entscheiden haben, wenn sich jemand beschwert. Das heißt, da gibt es, ich würde generell mal sagen, der Umgang mit Nacktheit ist sowieso ein Thema, das laufend gesellschaftlich neu verhandelt wird. Wenn Sie sich Plakate anschauen, auch in Österreich hier, ich sage mal Mitte der 60er Jahre, haben die anders ausgesehen als jetzt. Und beim Live-Fall-Plakat, das ist natürlich auch etwas, wo dann letztendlich das Gericht entscheiden müsste, ist das, fällt das unter den Bereich Kunst? Sie wissen, im Kunstbereich ist natürlich auch mehr Nacktheit erlaubt, als jetzt, wenn beispielsweise ein Bordellbetreiber Werbung macht. Das heißt, die Darstellung per se ist ja auch nie komplett außerhalb ihres Kontexts zu sehen. Deswegen denke ich, ist es auch sehr schwierig, das in der Form gesetzlich zu regeln, so wie es die Amerikaner gemacht haben. Nippel verboten. Ich weiß keinen Namen, das ist gut. Kickl hat einfach falsche Behauptungen gestreut. Aller die Impfung wird nur in der breiten Gesamtheit getestet, alle sind Versuchskaninchen. Ja, das ist natürlich dieser klassische verschwörungstheoretische Inhalt. Ich persönlich bin ja durchaus ein Fan dieses Ansatzes, den Twitter verwendet hat, sehr häufig in der letzten Zeit bei Donald Trump, bevor sein Account endgültig gesperrt wurde. Vielleicht haben Sie das gesehen. Twitter hat einfach seine Tweets, also dubiose Tweets, und da ging es um die behaupteten Wahlbetrug, um die behauptete Wahlfälschung. Die haben einfach zu den Tweets eine Notiz mit drangehängt. So quasi, das ist nicht offizieller Konsens, sondern nur eine Behauptung. Das wäre vielleicht auch eine Überlegung, um mit solchen Themen umzugehen. Weil die Kehrseite der Sache ist natürlich, eigentlich sollten die Leute schon auch in der Lage sein zu sehen, was für Schwachsinn jemand da verzapft, um sich vielleicht auch basierend darauf eine Meinung bilden zu können. Jana Gatt,
Ich glaube, die Meinung kommt daher, dass Impfungen für gewöhnlich 7 bis 10 Jahre beobachtet werden, bevor sie für die breite Masse. Also, wenn die Impfung so jung ist und sich der Virus laufend ändert, mutiert, regt schon zur Diskussion an. Das ist klar, dass man das politisch instrumentalisiert. Das ist eine, wie soll ich sagen, das ist ja auch eine Strategie, die FPÖ sehr gerne in jedem Kontext anwendet. Ich finde es auch wichtig, darüber zu diskutieren. Ich habe mir in dem Zusammenhang einige Interviews und Fachartikel angesehen und das ist natürlich, ich muss letztendlich auch ehrlich sagen, besitze viel zu wenig medizinische Fortbildung, um das irgendwie beurteilen zu können. Die Argumentation vom Pfizer oder der Argumentation der Mediziner ist ja, dass es mit diesen sogenannten RNA-Impfungen sehr wohl 30 Jahre Erfahrung gibt und Studien, allerdings eben mit RNA-Impfungen zur Bekämpfung von, soweit ich weiß, in erster Linie Krebstumoren, Tumoren und eben nicht zur Bekämpfung dieses Virus. Ich kann nicht beurteilen, inwieweit sich da Analogieschlüsse ziehen lassen, aber ja, letztendlich ist das eigentlich eine, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es gibt natürlich gute Gründe, warum die Zulassungsfristen für Impfstoffe im Allgemeinen relativ lang sind. Auf der anderen Seite, 7 Jahre zu warten, wäre vermutlich auch keine Option. Und da kommt natürlich auch wieder, da sind wir auch wieder bei der Verbreitung von Informationen. Man glaubt natürlich auch gern das, was man hören möchte. Aber sicher ist es wichtig, drüber zu diskutieren. Aber letztendlich habe ich halt sehr stark den Eindruck, so wie Herbert Kickl oder so wie viele Politiker aus dieser rechten oder linken, gibt es eine linke Verschwörungsecke auch, oder zumindest aus der rechten Verschwörungsecke agieren, da können sie 5000 unbescholtene, außer Zweifel stehende Fachexperten aufmarschieren lassen, die sagen alle dasselbe und die bleiben trotzdem bei ihren Verschwörungstheorien. Aber das ist eben genau auch der Punkt, was sie schreiben, was ich gemeint habe. Ich finde es sehr wichtig, diese Meinungen auch öffentlich diskutieren zu können. Ich bin generell kein Freund von Löschungen und Zensur. Die geilste Aussage der FPÖ war die Aussage von Frau Belakovic, wo sie gesagt hat, die Leute sollen sich vor Weihnachten nicht testen lassen, weil wenn sie positiv sind, können sie nicht zu den Familien fahren. Ja, das ist, ja, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr entlarvend. Genau, das ist, ja, und wie gesagt, sollte man so etwas dann löschen oder zensieren? Letztendlich ist es wirklich eine Frage des ja, angemessenen demokratischen Diskurses, aber der funktioniert ja nicht in allen Bereichen so super, sonst hätte die FPÖ vermutlich nicht immer zweistellige Ergebnisse. Danke für den Link. Falls es jemand noch nicht gesehen hat, im Chat ist eine Zusammenfassung von Euronews von der Causa. Kickl versus YouTube oder YouTube versus Kickl, kann man jetzt natürlich noch fragen, macht das Herbert Kickl zum österreichischen Trump? Wer weiß, wer weiß. Ja, damit zurück zu unserem Kurzüberblick. Auch den Artikel finden Sie im Moodle, die 7 größten Social Media Seiten, da haben wir halt so die Klassiker, die einem sowieso einfallen, wenn man über Social Media spricht oder an Social Media denkt. Mal schauen, ob in 1 oder 2 Jahren Clubhouse dann auch dazugehört. Ich bezweifle es. Reddit ist in dieser Auflistung wahrscheinlich die Plattform, die vielleicht im deutschsprachigen Bereich am relativ wenigsten bekannt ist. Recht nerdig. Sie kennen Reddit vielleicht in erster Linie aus der Google-Suche. Oft, wenn man sehr, sehr spezifische Themen sucht, Reddit ist eigentlich auch keine die älteste Seite in dieser Auflistung und ich würde mal sagen, keine typische Social Media Plattform, sondern so ein Mittelding als Diskussionsforum mit Voting-Funktion, mit sehr, sehr vielen thematischen Foren. Aber denken Sie immer dran, noch niemals hat irgendjemand irgendeine Technologie oder ein Medium verwendet, weil es verfügbar war und existiert. Wenn wir soziale Medien oder wenn wir alles andere analysieren, dann ist es auch immer eine sehr gute Idee, die klassische Maslow'sche Bedürfnispyramide im Hinterkopf zu behalten. Also physiologische Bedürfnisse, die erfüllen soziale Medien wohl eher nicht. Auf der nächsten Stufe bei den Sicherheitsbedürfnissen, da kann man schon sehr wohl darüber nachdenken. Soziale Bedürfnisse, naja, die Namensgleichheit kommt nicht umsonst.
Ein Thema, das für manche von Ihnen vielleicht mehr, allein weil sobald man da so ein Symbol sieht oder irgendwann Paragraphen, schaut es gleich kompliziert aus, das Ihnen vielleicht mehr Sorgen bereitet für die Prüfung, aber nicht zu Recht, keine Angst, ist die DSGVO, die wir auch besprochen haben. Da geht es mir vor allem darum, auch, dass Sie verstehen, welche Abwägung die europäische Politik da vornehmen musste zwischen den Interessen der Plattformbetreiber auf der einen Seite und zwischen dem Schutz unserer Daten auf der anderen Seite. Beim Thema Marketing, sowohl organische Distribution als auch bezahlte Vertreibung, ist natürlich der gute alte Funnel oder Marketing-Trichter, wenn Sie sich diese Visualisierung anschauen, vielleicht leichter zu merken, wird auch auf Deutsch so bezeichnet, ganz, ganz entscheidend. Der AIDA kennen Sie, wenn Sie irgendwann mal eine Werbevorlesung oder andere oder besucht haben oder einschlägige Literatur gelesen. Awareness, Interest, Desire, Action, so der klassische Weg der Zielgruppe des potenziell interessierten Kunden, der zuerst noch gar nichts weiß von meinem neuen Produkt, da sind wir in der Awareness-Phase, dann muss ich ihn mit den Informationen, die ich ihm liefere, mit meiner Kommunikation, muss ich Interesse wecken. Das Interesse wird dann irgendwann zum Wunsch, dieses Produkt auch zu besitzen, und dann folgt die Action. Oh, man bestellt sich das fünfte Outdoor-Messer auf Amazon. Ja, dann hat Marketing funktioniert. Vollkommen hypothetisches Beispiel, nicht, dass ich das gestern gemacht hätte. In der modernen Buyer's Journey, auch durchaus getrieben von schnellen Produktentwicklungszyklen, ist eigentlich das Paradigma, das sich durchgesetzt hat, dass daraus sozusagen ein Loop wird und dass der Prozess selbstverständlich auch nicht endet. Wenn jemand mal gekauft hat, dann sollte man ihn im Idealfall in einen loyalen Kunden konvertieren. Und wenn Sie sich jetzt überlegen, wie diese Customer Journey so ausschaut, da haben wir sehr wohl noch diese Awareness, Consideration, Kaufphasen, aber dann geht es eben wieder von vorne los. Da gibt es eben unterschiedliche Tools. Wir haben zum einen die organische Distribution, wir haben zum anderen die Möglichkeiten, Werbung zu schalten. Und je nachdem, an welchem Punkt dieses Funnel-Weges sich mein Kunde befindet, sind wahrscheinlich vollkommen unterschiedliche Targeting- und Werbemöglichkeiten interessant. Und da komme ich nochmal zur Frage von vorher zurück, der Unterschied zwischen Targeting und Retargeting. Targeting ist nichts anderes als die Bezeichnung für den Prozess des Auswählens der Zielgruppe. Targeting bedeutet, ich versuche möglichst eine passende Zielgruppe für meine Werbekampagne zusammenzustellen. Welche Möglichkeiten ich für das Targeting zur Verfügung habe, hängt vom jeweiligen sozialen Netzwerk ab. In der Regel ist der erste Level das geografische Targeting. Wenn Sie an einen Facebook-Werbemanager denken, da hat man dann männlich-weiblich, Alter und dann je nach Plattform unterschiedlich Interessen, Berufsbezeichnungen und so weiter. Anhand dieser Targeting-Kriterien stellen Sie sich Ihre Zielgruppe zusammen. Retargeting bedeutet gezielt Personen, die schon einmal mit meiner Botschaft in Kontakt waren, ein zweites Mal zu erreichen. Das lässt sich technisch im Online-Bereich auf unterschiedlichen Wegen realisieren. Cookies spielen da eine gewisse Rolle, aber auch andere Mechanismen. Beziehungsweise Sie können Werbekampagnen auch so einstellen, dass zum beispielsweise nur Personen, die schon einmal Ihre Webseite besucht haben, diese Werbung sehen, dass nur Personen, die bereits bei Ihnen schon einmal eingekauft haben, Ihre Werbung sehen, vorausgesetzt, wenn dass sich das Ganze DSGVO-konform abspielt und die Kunden auch ihre Zustimmung gegeben haben bei dem Cookie-Opt-in. Und das sind diese diversen Retargeting-Möglichkeiten. Das wäre auch klassisch aus eigener Erfahrung, wird immer gerne das Beispiel des roten Pullovers genannt, den man sich mal in irgendeinem Online-Shop anschaut und dann folgt einen der jahrelang quer über alle Internetseiten oder zumindest wochenlang. Das wäre Retargeting, also sozusagen das Wiederbespielen, wenn man so ausdrücken kann, des Nutzers. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ansonsten bitte sehr gern nochmal nachfragen. Ja, hier nochmal zur Erinnerung an Answer the Public, der freundliche junge Herr. Themen, wie kommt man zu den passenden Themen? Ich habe Ihnen gesagt, es gibt verschiedene Services, Buzzsumo wäre da auch zu nennen, aber letztendlich, und das ist meiner Ansicht nach auch der Teil, der sich am schwierigsten oder kaum auslagern lässt,
wirklich zu wissen, für welche Themen sich meine Zielgruppe interessiert, da muss man sehr tief in der eigenen Branche drin sein und sehr gute Erfahrungen haben. Das gilt für jeden Bereich. Ich weiß nicht, warum mir das jetzt einfällt, vielleicht weil ich vorher gerade meinen Rasierer geschärft habe. Es gibt Startups mittlerweile, die oder einige, oder ein österreichisches, ich glaube in anderen Ländern auch, die Rasierklingen auf Abo-Basis verkaufen. Und wenn ich jetzt mir ein Kommunikationskonzept überlege, dann, wenn es Rasierer für Männergesichter sein, dann ist die Geschlechtseinschränkung einmal relativ klar. Man kann da weitere Überlegungen treffen oder auch nachfragen sich, oder herausfinden, wie alt sind typischerweise Männer, die sich Rasierzubehör online kaufen. Und dann, wenn ich mir überlege, mit welcher Botschaft gehe ich da raus, dann muss ich aber sehr genau wissen oder ich sollte möglichst genau herausfinden vorher, wofür interessieren sich Personen, die potenziell meine Rasierer kaufen würden. Und das ist ja alles andere als triviale Frage. Weil wir denken da natürlich zuerst immer an das erste Argument, ja, es ist vielleicht billiger als der Gillette beim Piper oder so. Das ist umweltschonender, weil es nicht aus Plastik, sondern aus Bambus kommt, was auch immer. Da gibt es verschiedene Argumente. Aber da spielt Social Media eine ganz große Rolle, weil es ist ja bei weitem nicht so, dass jeder, der sich rasiert oder jeder, der Eistee trinkt oder jeder, der sich bestimmte Alltagsprodukte kauft, sich sehr extensiv mit diesen Produkten befasst. Das ist in der Regel tatsächlich eine relativ kleine Gruppe, die eine gewisse Neigung zu einem Thema hat. Die Nerds oder die Geeks, wenn sie so wollen. Und wenn sie jetzt beginnen zu recherchieren, was sagen denn Männer so im Internet übers Rasieren, dann, wenn sie tief genug recherchieren, dann kommen sie relativ schnell mal auf die Foren, wo sozusagen die Nerds dann die blanken Klingen verwenden wie der Friseur und darüber diskutieren, wie man die am besten schärft und so weiter. Und man muss sich dann sehr genau überlegen, für wen verkauft man das Produkt, welche Informationen interessieren die dran. Rasierklingen für Nerds muss ich vollkommen anders bewerben als Rasierklingen für die sich in erster Linie über den Preis differenzieren. Und herauszufinden, welche Themen funktionieren für meine Zielgruppe, erfordert Branchenwissen und erfordert auch, meiner Ansicht nach, und das ist ein Teil, den viele gerade in Unternehmen übersehen, sehr viel Zeit selber zu verbringen, eben auf einschlägigen Social-Media-Kanälen, sich auch anzusehen, was die Konkurrenz macht, sich aber vor allem anzusehen, worüber sprechen und diskutieren potenziell interessierte Kunden. Also dieser ganze Themenfindungsbereich, der wird oft sehr überschätzt und ist doch ein ganz, ganz zentraler und wichtiger Bestandteil von Social Media. Spielen da die fünf Phasen der Übernahme von Innovationen eine Rolle? Ja, das ist genau das. Das sind genau diese fünf Phasen. Das ist genau diese. Haben wir in jedem Bereich. So, damit Sie es etwas größer sehen. Die Innovators, die sich sehr mit einem Thema befassen. Und wie gesagt, das ist wirklich bei jedem Bereich so. Man sieht, es gibt Themen, die betreffen mehr Menschen, zum Beispiel Essen. Da gibt es auch mehr Nerds, die sich wirklich sehr viel Gedanken drüber machen. Wie kann ich mich gesund ernähren? Wie sollte man essen? Und das sind auch wiederum Trends, die dann natürlich sofort sehr stark von der Industrie aufgegriffen werden. Ich persönlich bin oft sehr überrascht, oder ich gehöre zu den, Ernährung ist mir relativ wichtig und ich gehöre zu den Nerds, die, wenn sie irgendwelche neuen Produkte kaufen, immer das super Kleingedruckte lesen, geht derweil noch ohne Lupe, schauen wir mal wie lang. Und da ist mir zum Beispiel aufgefallen, dass, haben Sie sicher auch gesehen, es gibt jetzt überall 1 Million neue Brands an Proteinriegeln. Kein Zucker oder zuckerfrei, und wenn man dann nachliest, das ist wirklich erstaunlich, wie viele verschiedene Hydrolysate und Chemikalien und andere Dinge, die süß schmecken, aber aufgrund von Lebensmitteldeklarationen noch nicht als Zuckeraußerstoffe bezeichnet werden, man da reinpacken kann. Ob das wirklich gesund ist, ist eine andere Frage. Aber diese Unternehmen haben natürlich erkannt, dass sozusagen das Bedürfnis da ist. Ich kann den Link gern teilen. Also ich habe jetzt nur, genau, da ist hier direkt der Link zu dieser Grafik. Der Punkt dabei ist, sie haben da vorne bei den Nerds, die da als Innovators oder Early Adopters bezeichnet sind, das sind in der Regel die Leute, die online viel über die Themen, die sie wirklich interessieren, sprechen.
Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Outdoor und Bushcraft und wie gesagt, es gibt wahnsinnig viele Leute, die sich ein Messer kaufen, weil sie einen Garten haben und irgendwelche Äste abschneiden damit oder so. Aber von allen diesen Leuten, die sich ein Messer kaufen, ist es ein sehr, sehr kleiner Bestandteil, der Testvideos macht, ausführliche Messertests, drüber spricht, Instruktionsvideos über die unterschiedlichen Stahlqualitäten zur Verfügung stellt und so weiter. Das sind die Nerds und die Innovators. Die sind auch häufig im Austausch mit den Produzenten direkt oder werden von denen eingeladen oder sind auch an der Entwicklung beteiligt. Und diese große Mehrheit, die sozusagen die Produkte verwendet, die steigen dann ein, wenn ein Produkt etabliert und bekannt ist. Die da vorne testen die ganz neuen Sachen. Und Sie sehen das bei jedem Produkt. Denken Sie an das von uns so heiß geliebte Smartphone. Das war mal echt neu, glaubt man kaum. Also irgendwann waren Mobiltelefone neu, aber dann waren irgendwann die Dinger mit dem Touchscreen neu. Und das hat man dann rumzeigen können, wenn man eins der ersten Android-Telefone mit Touchscreen kam. Ich schau, das ist voll cool, das hat einen Touchscreen. Sie das heute machen, ich, wirklich, was ist mit dem? War der die letzten 15 Jahre oder 10 Jahre in einer Zeitkapsel eingefroren? Das ist dann immer spannend. Spannend ist es da vorne, solange es neu ist, und das sind die Leute, die darüber sprechen. Und in der Regel oder meistens beim Social Media Marketing brauchen sie auch die da vorne, um dann meistens mit kurzer zeitlicher Verzögerung die da hinten zu erreichen. Und da die Skeptics oder Laggards, wie sie manchmal bezeichnet werden, das sind die, für die ihr Produkt gar nicht in Frage kommt. Sieht man auch, Smartphone hat eine sehr hohe Verbreitung in der Gesellschaft. Es gibt vergleichsweise wenige Personen, die keine Smartphones verwenden. Meine Großmutter, 96, im Wohnheim, hat kein Smartphone, hat ein Telefon in ihrem Zimmer. Aber das ist dann wirklich eine Randerscheinung. Wenn Sie selber Großeltern haben oder so, wissen Sie sicher, vor 20 Jahren haben viele von Ihnen gesagt, ich brauche kein Handy. Meisten 80-Jährigen besitzen mittlerweile eines. Das ist bei jeder Technologie unterschiedlich. Denken Sie an 3D-Drucker, zuerst nur als Bausätze erhältlich. Mittlerweile gibt es, glaube ich, ab und zu schon beim Hofer 3D-Drucker zu kaufen. Also mit anderen Worten, Innovationen und neue Produkte, die fliegen nicht, die werden nicht erfunden und fliegen dann sozusagen aus dem Himmel schön gleich verteilt über die ganze Gesellschaft herab, sondern da gibt es immer vorne die Nerds, die Freaks, die Geeks, Otakus, wie man sie in Japan bezeichnet. Und die sind für einen beträchtlichen Teil der Social Media Kommunikation auch verantwortlich und eben ganz, ganz relevant, wann immer es um das Thema Themenfindung geht. Ja, damit bin ich heute pünktlich fertig mit den 45 Minuten. Ich wünsche Ihnen eine gute Prüfungsvorbereitung. Es folgt heute noch via E-Mail und im Moodle der Link zu unserem Zoom-Meeting nächste Woche. Ansonsten schönen Donnerstag, schöne Woche. Wir sehen uns im Zoom und ansonsten gute Prüfung. Wiedersehen.